Ich bin jetzt hier in der 1.21-Version und es gibt mal wieder eine neue Struktur, und zwar die Trial Chambers. Also werde ich heute versuchen, alle Achievements der Trial Chamber abzuschließen. Also suchen wir mal als erstes eine Trial Chamber. Einfach mal die Richtung links fliegen. Warte mal, ich muss gerade mal googeln, wie man das Ding überhaupt finden kann. Okay, also entweder finden wir das Ding einfach zwischen minus 40 und minus 20 in Höhlen. Können wir hier auch gleich mal tryen. Oder wir kaufen uns einfach eine Karte von einem Villager. Ich würde sagen, wir probieren erstmal das Ding so zu finden. Deswegen gehe ich jetzt hier direkt mal in die Hülle. Oh, und wir haben hier Instant Monster Spawner. Nice, die gehen Deep Dark. Okay, ist wieder ein Deep Dark. Boom. Dann gehen wir halt nochmal ein bisschen weiter. Wir sind zurück. Yippie. Da haben wir schon mal den Cartography Table. Alright, dann würde ich auch mal sagen, solange es noch Nacht ist, craften wir doch mal einen Crafter. Da ist er, der Crafter, let's go. Was mache ich jetzt mit dem Ding? Ja, wieso craftet er das nicht, hallo? Ach, der braucht erst Redstone dafür. Aha. Be near a crafter when it crafts a crafter. Jetzt muss ich damit auch noch einen Crafter craften, ey. So, be near a crafter when it crafts a crafter. Nice. Jetzt habe ich zwei Crafter. Dann machen wir mal einen Villager zu unserem Kartenmensch. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, to be honest. Warum haben wir nur noch so wenige Villager? Das ist nicht gut. Und da müssen wir uns mal drum kümmern. Digga, warum habe ich keinen Dirt? Es gibt jetzt verschiedene Wolf-Varianten? Boah, ich muss mir nochmal einen neuen Wölfe ranholen. Oh, Digga. Naja, jetzt müssen wir aber erstmal noch auf einen neuen Villager warten, dass wir hier einen reinbekommen können, der uns dann wohl die Karte tradet. Solange wie ich jetzt noch auf den Villager mit den Karten warten muss, gucke ich mal, ob ich noch ein paar Hunde bekommen kann. Und ich habe keine Knochen mehr. Das bedeutet, ich muss erstmal in den Nether ein paar Knochen holen. Ich denke, 4 Stacks sollten jetzt erstmal reichen. Mal gucken, ob wir hier noch ein paar Wölfe finden. Nice, da haben wir einen. Dann brauchen wir jetzt noch andere Varianten. Noch eine. Ist das eine andere Art? Ich weiß es nicht. War es der gleiche? Ja, war die gleiche Art. Hier ist noch einer, aber der sieht auch gleich aus. Da sind noch welche, aber ich glaube, die sehen auch gleich aus, oder? Okay, anscheinend sind die in verschiedenen Biomen. Also würde ich sagen, fliegen wir mal ein bisschen rum und gucken, dass wir noch ein paar Hunde finden. Digga, warum spawnen hier keine Hunde, ey? Das gibt's doch nicht. Bro, was geht denn da oben ab, Alter? Schwebende Insel, ja moin. Ich glaube nicht wirklich dran, dass ich hier heute noch Wölfe finde. Deswegen breche ich das für jetzt gerade mal ab. So, jetzt fehlen nur noch Phantoms und eine Armbrust mit Piercing. Sehr nice, da haben wir einen neuen Villager. Dann müssen wir nur warten, bis der erwachsen ist. Und dann kann der hier uns die Karte traden. Warte mal, warum habe ich hier gar keinen Respiration drauf? Das wäre doch gut. Top, jetzt haben wir noch Respiration. Nice. So, dann gucken wir mal, dass wir zwei Phantoms hier in das Boot kriegen. Und dann machen wir da mal ein Dach drüber, würde ich sagen. Nice, da haben wir einen. Nice, da haben wir zwei. So, da haben wir das Dach. Ich hoffe, die bleiben hier. Ich gehe jetzt einfach mal pennen und guck, was passiert. Na, dann warten wir mal. Oh, ich glaube, der ist aufgewachsen und Fletcher geworden. Was wir nicht wollen. Okay, dann können wir probieren, Piercing 2 zu bekommen. Piercing 3? Ach, es geht maximal Piercing 4. Ich dachte, Piercing 2 wäre das Beste. Ja, dann nehmen wir das, Digga. Alright, da ist unser Crossbow. Aber wie hätte ich da jetzt nicht das Boot? Kann ich einmal mit der Axt draufschlagen? Okay, ja, das geht. Kann ich den noch einmal treffen? Nein, das geht nicht. Schade. Ja, gut. Das ist suboptimal, ne? Wir können dann auch noch versuchen, ein anderes Achievement abzuschließen. Und zwar das, wo man 5 verschiedene Mobs mit einem Schuss töten muss. Womit kann ich Schweine anlocken? Hallo? Kuh? Warte mal, ich habe doch eine Leine. Bin ich eigentlich blöd? Da ist unser Schaf.
Okay, das wären dann 3. Da ist dann Nummer 5. Das heißt, wir brauchen nur noch ein Schwein. Hoffentlich despawnen die jetzt nicht. Dann brauchen wir gerade nur noch den Fisch. Das Problem mit dem Fisch ist, der geht drauf, wenn wir zu lange brauchen. Und wir brauchen noch eine Potion. Das heißt, ich hole nochmal einen Fisch. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Trank mit Vergiftung. Also würde ich sagen, holen wir den mal schnell. Keine Effekte? Was braucht man für Vergiftung? Ich brauche noch Glow oder Redstone anscheinend. Okay, schade. Mann, verkackt, ey. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Okay, mal gucken, ob das... Warum geht es alles nicht rein? Was ist das? Hallo? Ah, nein, toll, man braucht es. Eine Netherwarze. Okay, dann gucken wir mal nach Netherwarzen. Ah, na bitte, hier sind sie ja direkt. Und jetzt ein Spinnenauge, wenn ich es richtig gesehen habe. Yes, let's go, das ist sehr gut. Sehr gut. Top, Digga. Der Fisch ist schon down. Okay, die kriegen alle keinen Damage mehr. Das heißt, die sind alle auf einem halben Herzen. Wir schnappen uns gerade mal noch einen Fisch und testen das. Ja, okay, Fische sind One-Hit. Na, Bro. Alright, das werden wir wohl nochmal probieren müssen. Alright, dann suchen wir mal wieder alle Tiere zusammen. Gut, da haben wir schon mal 3. Tendenziell könnten wir auch noch einen Zombie reinpacken. Ja, moin, das Skelett rennt weg. Haha. Ein Pferd. Wir packen noch ein Pferd mit rein. Und noch ein Creeper. Oh mein Gott. Weil dann können wir jetzt sicher gehen, dass wir alle haben. Das war das Blödste, was hätte passieren können. Das wäre noch was, was ich da reinpacken könnte. Ja, top. Das ist sehr gut. Oh mein Gott, das ist gut. Dann nehmen wir den einfach mit. Und dann packe ich noch den Fisch rein, um absolut sicher zu sein. Nice. Und dann kriegen die jetzt alle Vergiftung. Top, Digga. Ich bin selber gehittet, ey. Habe ich die überhaupt getroffen? Ich mach mal lieber noch einen Trank. Also, cool Dings, Zombie Villager. Okay, die haben jetzt auf jeden Fall den Effekt und kriegen keinen Damage. Das ist gut. Das heißt, wir schmeißen noch einen Fisch mit rein. Jetzt, come on, bitte! Na, Bro. Warum hast du so viel AP? Ja, wie teuer, Alter. Wie teuer. Hilfe. Ja, Trial Explorer Map. Okay, ich brauche erst noch einen Kompass. Let's go, Trial Explorer Map. Geil, Digga, Abfahrt. Wo ist das gute Ding? Wo jetzt genau? Bro, das gibst du nicht. Alright, ich travel einfach mal in die Richtung hier. Okay, dann müssen wir wohl weiter traveln. Ja, ich glaube, hier ist einfach wieder keine. Und ich glaube, ich sollte hier abhauen. Vielleicht ja hier. Ja, moin, Mineshaft. Noch ein Mineshaft. Oh, ja, moin, ja, moin, ja, moin. Let's go. Wir sind in der Trial Chamber, Alter. Geil. Gebratene Kartoffel. Wow, Brudi, danke dafür. So, warte, dann machen wir mal den hier. Zack. Das ist ein Achievement, sehr nice. So, was hat mir das Ding hier ausgespuckt? Yes, das wollen wir doch. Den Trial Key. Let's go. Der Sound ist aber irgendwie nice. Was gibt's hier noch so? Hier hinten scheint Ende zu sein. Außer da oben gibt's noch was. Gehen wir einfach mal hier kurz durch die Wand. Ah. Spielerpunkt. Alright, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Oh, da oben ist so ein ominous Dingsbums. Alter, geil, Digga. Windcharge. Warte mal, warum nehme ich eigentlich das schlechte Schwert? Der Brief, ja moin. Ich muss da irgendwie was blocken. Ah, Trial Key, nice. Ich brauche noch so ein Core-Dings. Oh, Ominous Potion. Bad Ohm 2 für 1 Stunde 40, aber das ist so ein Trial Ohm. Das war, glaube ich, dumm. Weil jetzt... Oh mein Gott, Bro, sind die OP geworden. Hilfe. Warum sollte man das freiwillig trinken, Digi? Das ist jetzt ein bisschen intens. Warum kann das Skelett fliegen? Warum kann ich den nicht mit dem Bogen abknallen, Digga? Dann halt nicht, Digga. Krieg ich dann jetzt... Oh mein Gott, ja, dann kriege ich diesen ominous Key. Das war gut. Das war doch gut. Diese Windtouch to launch yourself... Upward 8 Blocks. Kill a Breeze with a deflected Breeze Shot Wind Charge.
Muss ihn dann auch noch killen. Imagine, jetzt mache ich das die ganze Zeit so und dann kill ich ihn am Ende normal. Ja, schade. Yes. Perfekt. Boom. Ich brauch das Ding, womit ich den Mace craften kann, Alter. Was bringt mir denn der Scheiß jetzt? Mal gucken, hier hinten sollte er jetzt wieder spawnen können, right? Oh Mann, warum ist es wieder so ein ominous Ding? Ich brauch doch den normalen. Boom. Ja! Heavy Core, das ist es! Das ist es! Block! Oh mein Gott, kriegt man hier geilen Loot. Aber das Einzige, was ich brauche, ist, glaube ich, noch der Heavy Core. Und dann haben wir hier fast alles. Hier, kill a breeze with a deflected breeze shot wind charge. Wie lange ist der Cooldown? 30 Minuten? Oh Mann, da müssen wir wohl warten. Der ist wieder aktiv. Ja, let's go! Moin, Digga, FE5-Buch, Alter, geil. Ja, let's go! Wir haben's, Alter! Yes! Alter, nice one. Das Einzige, was jetzt noch von der Trial Chamber fällt, sind Deal 50 Hearts of Damage in a single hit using the Mace. So, dann gucken wir doch mal, ob wir den Eisengolem da hitten können mit dem Mace. Mal gucken. Ja, nicht mal das Achievement, Digga. Scheiße. Ich glaube, ich habe keinen Spell Elytra mehr. Okay, hier ist die Trial Chamber. Nice. Ja, ja, da vorne ist das Dorf. Come on, come on, come on, come on. Bitte sei noch da. Wenn der Loot jetzt weg ist, Bro, das wäre so ein Pain. Ja, da liegt schon mal ein Wassereimer. Ja, mein Loot, oh mein Gott. Bro, nach so langer Zeit bin ich wieder gestorben, ey. Wie kriege ich diese 50 Damage hin? Das soll nicht der Eisengolem sein, weil der wird mich wieder platt machen. Das war nix. Das war ein fetter Damage. Aber das waren keine 50. Irgendwie sieht es jetzt anders aus, kann das sein? Wie viel Herzen hat ein Eisengolem? 50 Herzen. Dann, zurück. Kann mich ein selbstgespawnter Eisengolem angreifen? Das weiß ich halt jetzt nicht, ne? Okay, er selbst wird niemals den Bauer angreifen. Oh je, eventuell brauche ich noch einen Kürbis. Dann nehmen wir einfach mal eine Schere mit und gucken, ob wir einen Kürbis finden. Oh ja, Kürbisse! Yippie! Drei Raketen gerade nach oben. Na, Bro, ich habe ihn nicht getroffen, Alter. Come on, bitte. Ja, endlich, Alter. Let's go. Alter. Damit haben wir alle Trial Chamber Achievements abgeschlossen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. In der nächsten Folge machen wir mit ein paar mehr Achievements weiter. Und ich hoffe, ihr schaut dann wieder vorbei. Ciao.